Hallo Leute! Das hier ist ein Lucky Block. Das auch, 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 das auch und das auch. Und somit wären wir beim heutigen Thema Lucky Block Wars. Mein Server. Das ist wirklich mein eigener Server. Manchmal ein bisschen verbuggt. Ich habe eigentlich Jump, Boost und Speed hochgestellt. Jump Boost habe ich verdoppelt und Speed habe ich vervierfacht. Ja, wir schauen uns mal die Lucky Block Drops an. Das ist das Neidschwert mit einer richtig geilen Animation. Also nein, das Sword of Darkness. Dann haben wir hier Bücher. Mann, mein Husten nervt. Mit dem können wir verschiedene Sachen machen. Und dann nochmal den Outrider töten. Ich habe die Outrider hier hingetan, damit die, ja, wenn keiner auf dem Server ist, die Drops an denen ausprobieren könnt. Auf diesem Server haben 100 Leute Platz. Dann habt ihr noch einen Exploding Lucky Block und ein Mythical Lucky Block. Und wir haben ein Schwert rausbekommen, das weggebackt ist. Nice. Okay. Dann haben wir noch diese Kugel hier. Mit der kann man so die Dinger abschießen. Dann habe ich hier noch ein paar Lucky Block Dropper hingebaut, wenn ihr wirklich nur Scheiß-Items habt. Und hier kann man draufklicken und dann bekommt man die Items. Ich will dieses Item hier. Und dann fällt das hier hin und kommt hier raus. Was ist das? Gibt es noch etwas anderes? Etwas, das stark aussieht. Das hier. Kommt es? Nein, es kommt nicht. Warum kommt es nicht? Das hier. Das kommt. Nice. Die Frage ist, warum ich die Outrider nicht treffe. Das fliegt ja nur dorthin. Haha! Ist ja voll geil. Mit dem kann man die anderen Spieler wegkicken dann. Der ist nice. Okay, aber ich springe in den Tod. Dann können wir schauen, was wir sonst noch haben. Ich habe so ein komisches Ding auf dem Kopf. Habt ihr es gesehen? Oh, jetzt, ja. Das will ich euch unbedingt zeigen, was ich jetzt bekommen habe. Das, was im Hotkey Nummer 1 ist. Das wird nice. Das wird nice. Oh, das Schutzding. Das ist, seht ihr, das ist eine Rakete, die sich dann in drei Raketen aufteilt. Hier sieht man es. Mit der kann man wirklich so ein ganzes Haus easy wegflexen. Ja, dann sind die Treppen kaputt. Weg, du Fenster. Ist ja gut, nicht so einen großen Lag, bitte. Okay, aber ich springe wieder in den Tod. Das hier gehört noch zu den schwachen Sachen.
mir leid. Ach, Leute. Aber wenn ihr mir auf Roblox eine Freundschaftsanfrage sendet, habt ihr automatisch die Chance darauf, mit mir in ein Video zu kommen. Obwohl dann im Moment eh nur 35 Leute zuschauen. Aber besser als gar nichts, sage ich da immer. Oh, das Chaos-Schwert. Wie heißt dieses Schwert? Ah, hat keinen Namen. Doch. Crimson Catastrophe. Okay. Das ist die Crimson Katastrophe. Jetzt müsst ihr schauen, was mit dem Haus passiert. Das verschwindet einfach. Und dann ist das hier übrig. Ein Kleidergestell. Dann haben wir das Night Sword mit einer geilen Animation. Und in der Nacht sind wir dann deutlich schneller mit dem Night Sword. Und man muss nicht mal zuschlagen, man muss nur jemanden berühren. Und der stirbt. Weil ich huste, ich habe nicht den Coronavirus. Ihr müsst den nur berühren. Und das hier hat ja auch die geile Animation. Mit dem habt ihr sicher mal Schutz vor euch, vor euren Feinden, wenn die euch angreifen. Aber die spawnen ja dann wieder wie all diese Outrider hier. Außer ihr habt dann diese Waffe zur Hand, mit der ihr schnell alle töten könnt. Okay. Aber leider müssen wir wieder in den Tod springen. Damit wir weitere Drops sehen können. Zweimal das gleiche Zeugs bekommen. Ja. Es gibt besseres. Oh, das ist geil. Nocturne Noir. Ah ja, der Umhang hier. Macht euch unsichtbar. Aber sobald ihr was anderes in die Hand nehmt, seid ihr wieder sichtbar. Dann haben wir hier dieses Buch. Das Eismera sagt. Dieses Schwert, was macht das? Man ist unsichtbar und es wird hell. Ist im Himmel irgendwas? Nö. Aber irgendwie sterben alle, wenn man sie berührt. Oder nicht? Habe ich mich da getäuscht? Ich weiß es nicht. Dann haben wir nochmal das Night Sword, das Darkness Sword. Ja. Aber sonst sei nicht nix. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt Like und Abo da, dann gehört ihr zu den coolen Bros. Ja. Zeigt mit dem Finger drauf. Ja. Würde mich riesig freuen. Mann, das wollte ich gar nicht. Es würde mich freuen. Eben, Freundschaftsanfrage. Ach so, alles andere wird dunkel und nur der Platz wird hell. Darf ich jetzt meine Abmoderation machen? Also, ja. Freundschaftsanfrage auf Roblox. Und dann habt ihr automatisch die Chance, in ein Video mit mir zu gelangen, wenn ihr das wollt. Leider schauen nur 35 Leute zu, aber das sollte sich jetzt dann ändern.
hoffe ich mal. Ja. Ich verschwinde dann mal. Ciao.